Willkommen bei Nachhilfe Ercan. Heute geht es um Konjugieren, also wir konjugieren gehen. Und da ist es ganz wichtig, wir haben einmal Singular und einmal Plural. Ich habe hier mal einen Kopf gemalt, das ist eine Person Singular. Und Plural, das sind zwei, drei, vier, mehrere Personen. Dann vielleicht noch ganz wichtig, es gibt dann die erste Person, zweite Person, dritte Person Singular. Und hier Plural dasselbe, erste, zweite, dritte. Dann fange ich mal an. Ich gehe, du gehst, er, sie, es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Ganz wichtig hier, merken Sie sich, bei regelmäßigen Verben sind das die Endungen. Das heißt, mein Wort war gehen, dann ist das hier mein Haupt, die Haupt drei Buchstaben und da füge ich ein bei der ersten Person Singular ein E, bei der zweiten Person Singular ein ST und bei der dritten ein T. Und das gleiche gilt auch mit anderen Endungen. EN immer bei der ersten Person Plural, zweiten Person Plural ein T und dritte Person ein EN. Unterschied zwischen Sie und Sie. Das kleine Sie ist, wenn es mehrere Personen sind. Das große Sie ist Höflichkeit. Wenn man eine fremde Person, die man nicht kennt, dann sieht man diese Person oder Lehrer. Dann mache ich das mal ein bisschen schnell noch in anderen Sprachen, also auf Englisch vielleicht. I go, you go, he, she, it goes, we go, you go and they go. Das gleiche in Spanisch vielleicht, en español. You voy, tu vas. Él, ella, usted va, nos vamos, os vais y ellos, ellas, ustedes van. Auf Türkisch, ben gidiyorum, sen gidiyorsun, o gidiyor, bu erkeklere, bu kızlara, bu da cansızlara, biz gidiyoruz, siz gidiyorsunuz, onlar gidiyor. Auf Kurdisch, es derime, de derie, hev derie, veci boi paya, veci boi kiziko, veci boi tisht. Wir gehen em derine, ihr geht hun derine, und sie gehen, was ist sie gehen? Hev derine. Okay, ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. I hope I can help you. Und bis bald. Tschüss.